Kreative Augenblicke, der Podcast mit Fotografen für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben, mit Marc Kandel. Ja, heute herzlich willkommen bei der neuen Folge Auditive Augenblicke. Heute bin ich eine kleine Reise gefahren nach Leonberg zum zweiten Mal. Letztes Mal vor knapp eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahre war ich hier gewesen und hatte die Möglichkeit, den René Staudt kennenzulernen in der Leica Galerie in Frankfurt und hatte mich dann bei ihm kurz, vorgestellt und habe dann gefragt, ob ich dann mal als Fotograf auch mal so ein Studio besuchen kann. Und das habe ich natürlich auch dann getan, hat mich dazu eingeladen, hatte dann hier einen ganzen Tag verbracht mit dem, ersten Fotografen, der mir so viel hier gezeigt hat. Der Herr Staudt selbst war noch als weltbekanntester und eigentlich der, die, wie habe ich schon benannt damals, der Gott der Automobilfotografie, das ist so. Und mit seinem Magic Flash, was er in den Start gebracht hatte, auch dann großen Erfolg gehabt und somit dachte ich mir nach der ganzen Podcast-Reihe, jetzt gehen wir mal weg von der People-Fotografie, von den hübschen Mädels, mal zu den wunderschönen Fahrzeugen und hatte dementsprechend dann kurzfristig aus meinem Büro den Herrn Staudt angeschrieben, ob er dann Interesse hat an einem Podcast und es hat keine fünf Minuten gedauert mit einem ganz kurzen Satz, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, wann, wo, wie. Und somit kommen wir heute hier zusammen, noch einen Tag vor Weihnachten. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass jemand sich dann tatsächlich die Zeit nimmt für einen Podcast-Freund, der einfach hier runterfährt und dann hier eine Stunde knapp ihm die Zeit raubt, kurz vor Weihnachten. Herr Staudt, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich sehr darüber, so ein bisschen den Menschen, den Fotografen, die bisher meinen Podcast gehört haben, mal eine andere Sache aufzuzeigen und wie man dazu kommt, dass man so ein Fotograf wird, der mal angefangen hat mit ganz anderen Themen, um sich ein bisschen an Geld zu verdienen, um dementsprechend dann in die Fotorichtung reinzukommen. Man sagt so schön, Herr Staudt, er kann nicht stillstehen. Wie kann man sich das vorstellen? Eine rotierende Maschine, die einfach dann was machen will. Ja, ist wie so ein Schiffsmotor, der muss laufen. Aber in der Tat, ich bin umtriebig, was nicht immer gut ist. Also mir fehlt manchmal oder öfters auch mal die Ruhepause. Aber irgendwie, man hat da so einen Umtrieb. Und es kommt vielleicht aus der Jugend, weil ich bin mit null gestartet und da zähle jede Stunde. Ich habe also in meinen Jugendtagen wirklich jede Stunde außerhalb der Schule gearbeitet. Ja. Und es war halt ein Unterschied, ob das nachmittags 3 Stunden waren oder 7. Ja. Das waren damals bei Stundenlöhne von 3 Mark oder 3,50 Mark, war das echtes Geld in der Kasse. Absolut, ja. Da ist ja schon so, dass Sie im Prinzip das schon gemerkt haben und ich habe da so eine Geschichte gelesen, dass selbst irgendwann mal so ein Thema, das Fahrrad, also das Mobile war für ihn schon immer ein ganz großes Thema, sei es mit dem Seifenwagen, den Berg runtergefahren, selbst gebaut und da haben sie schon gemerkt, dass einfach so Räder und Bewegung einfach ihr Ding ist. Ja, Mobilität ist etwas Faszinierendes. Es muss ja nicht immer gleich eine Flugreise in einen anderen Kontinent sein. Aber überhaupt, um seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ja. Und ich habe das schon sehr früh erkannt, wenn Freunde von mir mit ihren Eltern, die hatten ein Auto, die sind dann am Wochenende ins Allgäu gefahren und in Schwarzwald. Mhm. Und meine Eltern und ich mit meiner Schwester, wir waren praktisch im Lockdown in der elterlichen Wohnung. Ja. Meine Eltern waren nicht sehr vermögend, im Gegenteil. Also bei uns hat es hin und vorne gefehlt und natürlich auch im Auto. Und deswegen haben wir eigentlich ganz wenig gesehen als kleine Kinder. Ja. Und das hat sich dann aber relativ schnell gebessert, als ich gemerkt habe, dass man nicht bis 12
Jahre warten muss, bis man ein Fahrrad fahren darf, sondern es geht auch schon vorher, wenn man sich nicht erwischen lässt. Ja, genau, das ist die andere Sache. Und dann gab es da so ein 10-Gang-Fahrrad, das musste irgendwie daher, es konnte sich noch nicht, ja, das Geld war halt nun mal nicht da, aber man hat dann sehr erfinderisch dann versucht, dann Geld zu verdienen, indem man halt Sachen dann irgendwie gebaut hat und man hat die dann abends dann in Stuttgart verkauft. Ja, also mein großer Durchbruch war nach den ersten Jahren im elterlichen Betrieb, also in der Werkstatt von meinem Vater, also muss sagen, er hat in einem Keller im Stuttgarter Westen einen Raum gemietet gehabt, einen Kellerraum, und da hat er seine Holzbildhauerarbeiten gemacht und da konnte ich bedingt ab und zu helfen, aber der, wie soll man sagen, der Zahlungswille war nicht sehr groß, deswegen habe ich mir immer attraktivere Geschäfte gesucht und zwar fast neben uns, neben der elterlichen Wohnung war eine kleine Werbeagentur und die hatten auch Werbemittel gemacht und da gab es immer irgendwas zu verpacken oder zu verschicken und mein großer Durchbruch, der war Aufbau so von Displayständer, erinnert mich noch gut, da gab es für die Metzgereien, gab es so Ständer von Tommys, unten war die Mayonnaise drin, in der Mitte Senf und oben Ketchup. Okay. Und die musste man quasi konfektionieren und da gab es dann pro Stunde Vorgabe, musste man irgendwie in der Stunde, glaube ich, 3 oder 4 Stück zusammenbauen und da gab es in der Stunde 4,50 Mark. Und ich habe dann auf Akkord gearbeitet und habe dann wahnsinnig viele, muss man sagen, viel mehr produziert, weil ich so flink war. Und dann war in kürzester Zeit das 10-Gang-Fahrrad auf dem Hof. Mensch, dann ging es dann so erstmal los, dass man dann auch entsprechend ja seinen Horizont auch dann erweitern konnte. Durch das Fahrrad sind sie ein bisschen mehr rausgekommen und haben dann irgendwo ein Opel-Rekord, glaube ich, gesehen. Und dort kam es dann zum so einem Stillstand und haben dann angefangen, Fahrzeuge zu putzen. Ja, und da hatten wir ja schon gesehen, dass dann die Mobilität ihnen ja schon was Gutes getan hat. Und warum sage ich das nochmal? Weil wenn man die Möglichkeiten nutzt, einfach so wie ich es jetzt genutzt habe, hier wieder herzukommen, haben sie schon von Kind an im Prinzip immer die Möglichkeiten und die Kontakte genutzt, letztendlich, um dann auch dann eben Business draus zu machen, um Geld zu verdienen. Jetzt wie als Beispiel angefangen mit irgendwelchen Fahrzeugen, Dienstfahrzeuge, glaube ich, dann zu putzen. Ja, also regelrecht aufzubereiten. Also die Opel-Geschichte war super, weil natürlich hat mich erstmal das Fahrzeug interessiert. Das hat dem Geschäftsführer gehört von der Werbeagentur. Und wie er gemerkt hat, dass ich Autos cool finde, hat er gefragt, ob ich es ihm mal polieren könnte. Und ich habe es dann eben nicht so wie ein liebloser Tankwart einfach kurz aufpoliert, sondern ich habe es richtig kosmetisch aufgearbeitet. Der hat ein Vinyldach und das habe ich dann eingelassen mit irgendwelchem wahnsinnigen Pflegemittel. Und auf jeden Fall, das Fahrzeug stand da wie neu und dann habe ich gleich einen nächsten Auftrag bekommen. Die hatten einen Promotion-Bus. Okay. Das war so ein kleiner Mercedes-Transporter mit so Dachfenster. Und da hatten die ihre Werbesachen drin und fuhren zu der Kunde. Und der wurde lang nicht richtig aufgearbeitet und da war ich der richtige Mann. Okay, wie kam das dazu, dass man so eine Verbindung dann hatte zu Lacken und zu Fahrzeugen? Gab es davor irgendwie schon irgendeine Situation, dass das irgendwie bei Ihnen so aufgepoppt ist und sagt dann, hey, das macht mir extrem viel Spaß? Ja. Gute Frage, habe ich nicht nachgedacht, aber ich könnte es mir so erklären. In der Zeit, wo ich bei meinem Vater in der Werkstatt gearbeitet habe, habe ich ja hauptsächlich Holz bearbeitet, also schleifen, grundieren, finishen, lackieren. Ja, okay. Und vielleicht habe ich daher so ein bisschen die Liebe zum Material bekommen. Wahrscheinlich, ja. Und für mich ist ja heute noch ein Auto nicht nur tolle Form, sondern auch tolles, edles Material. Absolut, ja. Also wenn man, Sie haben da noch mehr Einblick als viele andere in so eine, bis zur Produktion davor, was da passiert, also schon 7 Jahre vorher, wo dann die Designer und Ingenieure anfangen, halt so ein Auto irgendwie zu produzieren, aber da kommen wir mal später drauf, weil da haben sie auch einen Einblick, den, glaube ich, kein zweiter so hat. Ja, das ist jetzt hochinteressant beim Fotografen, das ging also auch schon sehr früh los, wie ich dann meine Lehre gemacht habe in einem Porträtstudio und bereits beim ersten Wochenendjob Hochzeit fotografieren. Ja. War hochinteressant, wie man sich mit dem Hochzeitspaar auseinandersetzen sollte oder musste. Also da kamen die Eltern und die Schwiegereltern und da wurde alles besprochen. Und da lernt man eine Familie richtig kennen und hat dann am Hochzeitstag für das Shooting hat man einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Weil das ist eine Mischung zwischen Freundschaft und
Professionalität. Und man kann es auch nicht wiederholen. Und das ist ein einmaliger Moment. Ja, und das genau. hat mich bis heute begleitet. Ja. Und das Besondere am Hochzeitsfoto ist ja eigentlich, dass es am Hochzeitstag oder am Tag davor, oder also an der Hochzeit gemacht wird. Ja. Und das ist sozusagen deswegen immer was Besonderes. Absolut. Also gibt's, ich habe ja viele Hochzeitsfotografen auch und allgemein so diese People-Fotografen. Und da gibt es halt die, die halt das sehr oft machen, weil sie damit auch gutes Geld verdienen. Aber es ist natürlich auch ein sehr anstrengender Job, weil ja damals bei Ihnen war es noch analog gewesen. Heute geht es ein bisschen einfacher, dann schießt man mal einfach mal 5000 Bilder und dann kann man sortieren. Die Arbeit danach ist halt immer dann sehr, sehr, ja, sehr zeitraubend. Aber damals noch mit Negativen ist das nochmal noch eine ganz andere Sache. Man weiß ja nie, was ist denn jetzt tatsächlich passiert. Und was Sie kommt haben da ja, raus? Was kommt da raus, ganz genau. Ja. Und Sie haben ja selbst in sich ein Schwarz-Weiß-Labor damals auch zugelegt und ja. haben dann auch selbst da auch dann entwickelt. Aber da muss man schon so das Händchen dafür haben, letztendlich genau das zu machen. Und, ich habe aber schon bei einer der ersten Hochzeitsaufträge hatte ich einen Einfall. Und zwar hat mir leid getan, also ich habe dann mit dem Hochzeitspaar meistens so ein paar Stunden verbracht und wurde dann anschließend zur Hochzeitsfeier eingeladen und hätte wahnsinnig gern dann die Gäste abends teilhaben lassen an den tollen Bildern. Ja. Und es hat gar nicht allzu lang gedauert, da habe ich ein Labor gefunden, wo ich dann die Diafilme nachmittags noch entwickeln lassen konnte. Ja. Und da habe ich die noch schnell eingerahmt und habe dann abends irgendwie dann vor dem großen Tanz, habe ich dann die Bilder vom Hochzeitsshooting abends präsentiert. Oh, das ist großes Kino. Das war echt großes Kino. Das kann, also da gibt es also viele Findige, die das heute machen mit so einem kleinen Drucker nebendran und machen das Foto und lassen es dann ausdrucken, also Index, und legen es dann schon dem Hochzeitspaar hin, wenn sie sich hinsetzen. Aber das allein damals zu der Zeit, ja. sowas zu machen, da sieht man ja schon, was sie da für ein Mensch sind, ja. Sowas so erfinderisch zu sein und sowas dann so schnell zu liefern. Ja. Und da hatte ich dann auch ganz am Anfang noch ein ganz interessantes Erlebnis. Dann habe ich also abends meine Leinwand ausgepackt und den Diaprojektor und gebittelt und gebettelt, dass mir die Halogenlampe nicht wieder mit im Vortrag zu Ende ausgeht. Und okay. Dann kam einer auf mich zu und sagt, Mensch, Herr Staud, Sie haben so ein schickes Auto dabei. Und zwar hatte ich von meinem Chef, der hat einen 280er Mercedes und der war gerade im Urlaub und den musste ich an dem Tag noch waschen. Yeah. Und da hatte ich so einen Deal, ich darf den praktisch nach dem Waschen noch trocken fahren, okay. dass die Bremsscheiben und so weiter, also die yeah. Trockenfahrt ging dann noch etwas weiter bis zu dem Hochzeitsevent. Und dann habe ich also festgestellt, das Brautpaar und die Gäste hätten sich gewünscht, dass das Brautpaar in dem Auto fotografiert worden wäre und nicht vom Schwiegervater in so einem normalen Opel oder Ford, was der hatte. Und dann habe ich für die nächsten Aufträge habe ich dann immer noch ein Fahrzeug angeboten. Wahnsinn. Ja. Ja, kann man mal sehen. Also hatten Sie im Prinzip ja schon irgendwo schon den Zugang zu der Fotografie im Bereich halt von vom Passbilder und von der Hochzeitsfotografie. Irgendwann nach der Lehre ging es ja dann auch nochmal weiter, aber dann kam auch dann so das erste Auto, beziehungsweise damals schon mit 16 dann die Honda SS50. Genau. Ja, so ja. ein kleines Moped ist das ja. dann schon gewesen. Die steht hier. Die steht hier? Im Raum, ja. Wow. Ja, über uns. Wahnsinn. Ja, ja fahrbereit. Ja, ich muss nur sagen, wir stehen jetzt gerade, also beziehungsweise sind hier an der schönen Theke, links von mir ist die Bar, die wunderschön ist. Dann gibt es hier so ein paar, oh, meine Lieblingstiere sehe ich gerade, das Erdmännchen in verschiedenen Farben und dann vor mir, ihr würdet es gar nicht glauben, da steht ein Porsche Spitzer. Spider. Spider. 55 genau. Spider. Und das ist schon ein Anblick aller Güte und dann natürlich nochmal zwei Porsches, ja, ein G-Modell, glaube ich. Das ja, ist ich hier, muss ja? was dazu sagen, weil es sind eigentlich drei einzigartige Fahrzeuge. Okay. Und zwar der 55 Spider heißt erstmal 55, weil er genauso schwer ist, ein Kilo. Ui. Also okay. der wiegt nichts. Okay. Und dieser Wagen, Baujahr 66, wurde eingesetzt auf der Rallye Panamericana von Mexiko. Mhm. Mhm. Da kommt und der Grill her. Genau, da wurde auch dieser Mercedes-Grill damals genau. sozusagen populär. Und dieser Porsche hat den Gesamtsieg errungen. Ah, dieser Porsche? Dieser Porsche, die Baunummer wow. 12. Wahnsinn. Und dieser Wagen wurde dann Monate später in Le Mans eingesetzt und hat in Le Mans den Klassensieg errungen. Wow. Und dieses Fahrzeug hat praktisch die wichtigsten Siege in diesem Jahr eingefahren, ist sehr wertvoll.
und gehört in eine Sammlung nach Paris und der Sammler lässt gerade hier ein Buch produzieren. Ah, okay. Ja, ja, das kenne ich, die Bücher. Welsen Buschewer war ein Bentley da, der zweite Bentley von dem Besitzer, der das gleiche Buch nochmal haben wollte, was sie schon beim ersten Bentley gemacht haben. Das war eine coole Geschichte. Und hier jetzt steht noch ein G-Modell. Ja. Und zwar eines aus den letzten Baumonaten, also ganz spätes 89er G-Modell, ja. Fabrik neu. Ja. Und davor steht dann noch ein 991 Carrera 4. Das ist auch ein Einzelstück, allerdings nur deshalb, weil das mein Dienstwagen ist. Okay. Mit dem fahre ich wahnsinnig gerne, den habe ich schon im 8. Jahr. Und jeder sagt, du könntest dir mal wieder einen neuen Porsche leisten. Ja. Und das mache ich auch irgendwann, aber der Carrera 4S 991, der ist sowas von ausgewogen, das ist unglaublich. Ja, ja. Ich fahre den am liebsten von allen. Ja, das ist, ja, Porsche, keine Frage. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, wenn man sowas dann fahren kann und auch die verschiedenen Modelle auch mal gefahren ist. Sie haben ja, sind die Oldtimer-Liebhaber und haben ja auch schöne Fahrzeuge noch ein bisschen mehr gehabt, bis man dann diese Flotte verkaufen musste, um dann halt sich neu aufzustellen in die digitale Ausrichtung. Aber ich habe gerade mal in diesen schönen Porsche da vorne, der diese tollen Preise gewonnen hat, mal so reingerochen und man hat ja immer so den Geruch von diesem Oldtimer-Geruch, den man so kennt. Ich glaube, soweit ich weiß, ist so die Milchsäure, die dann sich verflüchtigt und das hat so diesen typischen Oldtimer-Geruch. Ja, ich glaub, dieser Kleber oder sowas. Der Kleber ist es dann auch von Leder, also ja. Das sind teilweise minderwertig gegerbte okay. Leder ja. In den Sitzen und die Polster und es führt alles zu so einem gemeinsamen Geruch, ja. Ja, ja. An den man sich dann bei Oldtimern sehr gern gewöhnt. Absolut, aber sehr gerne, typisch. Ja. Ja, und bei dem Porsche hier ist es so, der hat mich direkt daran erinnert, eher so an meinem damaligen Dasein als Panzerkommandant Leopard 2. Wenn du drin gesessen hast, ja, und dann bist du runter, hast dann unten dann die Bodengruppe mal gereinigt von dem ganzen Öl. So der riecht der im Prinzip, ja, also mehr wie so ein Go-Kart, ne? Weil klar, bei 55 Kilo, logisch. Ja, und die viele Gummidichtung und so ist ja alles irgendwie nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja. Also das wunderschön. Ich bin sehr froh und sehr stolz, hier zu stehen und das mir so anzugucken. Dann gab es dann die damals die Diskothekenbilder. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, das war eine ganz interessante Zeit. Und zwar, ich habe immer sehr gern auch Menschen fotografiert. Mhm. Und irgendwann wurde ich mal in der Diskothek gefragt, sag mal, hast du ein Fotoapparat dabei? Machst du mal ein nettes Foto von meiner neuen Freundin? So ja, immer. Ja, ja, ja. Und hatte ich natürlich keine Kamera dabei, aber am anderen Tag hatte ich die dann bei, habe das gemacht und plötzlich wollte jeder ein Bild von mir. Mhm. Und ich habe dann so ein kleines Geschäftsmodell ausentwickelt. Mittwochs und samstags habe ich immer fotografiert und die Bilder vom Mittwoch habe ich Samstag ausgeliefert und die Bilder vom Samstag am nächsten Mittwoch. Wahnsinn. Und das kam sehr gut an, bis es mir fast zu viel geworden ist. Und dann habe ich dann auch schon so viele Kontakte gehabt, persönliche Kontakte, dass es dann schon, sagen wir mal, in den Beruf der Auftraggeber hineingehen. Ja, mega. Der eine, der hat einen Handel gehabt für Haushaltswaren und der andere hatte irgendwie Teppichproduktion und der dritte hat einen Malerbetrieb. Also irgendwie hat jeder Bedarf an professionelle Bilder. Ja. Und damals war es jetzt nicht so einfach, eine Kamera so zu bedienen, dass hinterher ein gutes, verwertbares Bild rauskam. Licht ist entscheidend. Ne? Nicht nur Licht. Ich denke nur an die Schaufenster und so, die haben später. Ne? Also derjenige, der immer großen Stoffballen dabei hatte zum Abdunkeln und der immer zwei, drei Supermarktkörbe dabei hatte mit Glühbirnen. Ui. Ich habe erstmal überall die Glühbirne ausgetauscht. Nach dem Motto, doppelte Leistung, halbe Blende. Ja, ja, genau. Sehr gut. Auch mal hier. Das ist schon ein Profi auf jeden Fall. Und da ist ja so, dass man ja auch dann durch diese Art der Fotografie, Diskothekenbild ist auch gar nicht so einfach, ne? Also das Licht ist ja auch nicht so perfekt, dass man wie im Studio, wie beim Passbild. A muss man alles aufblitzen und B muss man schauen, dass die Leute dann trotzdem, sagen wir, besser ausschauen, als wenn sie sich selber fotografieren. Ja, ja, absolut. Aber das kann man dann, man muss sich dann halt die richtige Ecke suchen in der Diskothek, also vielleicht nicht gerade vor einer schwarzen Wand oder neben einer schwarzen Wand, sondern irgendwo, wo nur was irgendwie spiegelt oder reflektiert oder funkelt und wo auch, sagen wir mal, die Atmosphäre oder das Umfeld abbildet. Ja. Weil sonst ist es nur ein normales Porträt. Und die Leute wollen absolut, ja auch dann sagen, komm mal, das Bild
hat uns der Herr Staud gemacht in der und der Diskothek oder bei dem und dem Tanzding. Ja, ganz genau. Also von daher. Und dann, was mir dann auch aufgefallen ist, dann allein nur diese Idee, die dann kam. Also es gibt ja dann, mittlerweile gab es ja dann Filme und heute ist es ja total cool, so ein Fahrradkurier zu sein, ne? Mit so einer Kuriertasche und so, und man fährt dann so rum. Und das hat der Herr Staud, der schon sehr früh angefangen, indem er halt dann bei der Werbeagentur, wo sie dann da die Fahrzeuge gewaschen haben, nebenbei nochmal zu sagen, hey komm, ich kann dir auch das schnell irgendwo hinfahren. Und das hat dann daraus gegeben, dass sie noch weiter Kontakte geknüpft haben und waren dann wirklich dann auch dann mit der Honda später, glaube ich, schon unterwegs und haben dann einen Kurier noch gemacht. Nebenbei. Ja, ich habe es anfänglich mit dem Fahrrad gemacht und später dann mit dem Moped. Aber der Gag war ja der Auftraggeber hat mich ja nach Stunde bezahlt und der wusste nicht, dass Motorradfahren oder Fahrradfahren für mich gar keine Arbeit ist, sondern es war Vergnügen. Ja. Das heißt also, wir hatten manchmal eine Tour gehabt, da ging es eine Dreiviertelstunde irgendwo in einem Vorort von Stuttgart und ich sage, ja, bist aber noch anderthalb Stunden unterwegs, hast so viel Zeit. Sag ich, nee, das kriege ich hin. Hatte ich anderthalb Stunden Spaß. Geschäftsmann. Und Bares auf dem Konto. Ja, perfekt, ja. Also so muss es sein, ja genau, Bares auf dem Konto, weil es ging ja dann weiter und irgendwie kam mir dann auch so das erste Fahrzeug, das war dann ein Fiat 500 und der sah auch ziemlich cool aus, habe ich mir Bilder angeschaut und da hat dann schon die Liebe zu dem Automobil-Thema schon angefangen. Ne? Ja, das war das erste zugelassene Fahrzeug, man muss jetzt das noch ein bisschen ergänzen. Ja. Das war schon mein drittes Fahrzeug, denn das erste Fahrzeug habe ich mit Ende 16 gekauft, das war ein VW Käfer und den konnte ich nur auf einem privaten Grundstück fahren, mangels Führerschein. Okay. Und den habe ich richtig schön hergepimpt, dass mir den einer abgeschwatzt hat. Den habe ich irgendwie für 250 Mark gekauft und zum Schluss ging der für 450 Mark frisch poliert über die Bücher und dann kam noch ein 1600er Variant her, auch so ein ganz furchtbarer Volkswagen. Ja. Und dann kam mein erstes Fahrzeug, was ich selber fahren sollte und zulassen wollte. Ja. Das war dann der Fiat 500. Schön. Und der wurde dann ausreichend auch modifiziert. Ja. Tiefer, breiter, schwärzer. Ja, ein paar Lichter vorne dran noch, ne? Ja, ausreichend. Scheinwerfer. Ja. Und dann kam irgendwie so dann, glaube ich, ihr erstes richtiges Lieblingsauto, war der Mini 1000, ne? Ja, das war eine meiner schwierigsten Kaufentscheidungen. Da habe ich, glaube ich, wochenlang gehadert. Nämlich einen 850er oder gleich den ganz teuren 1000er. Und am Ende habe ich dann ein Mathematikmodell aufgestellt, wie viel er dann sozusagen über die Jahre mehr kostet und am Ende vielleicht doch dann auch wieder mehr bringt. Und dann habe ich mich für den 1000er entschieden, obwohl er einiges teurer war. Mensch, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber kann man mal sehen, also diese Geschichte, die da so schon in den frühen Jahren angefangen hat, ja. Und dann gab es dann auch irgendwann der Bernie. Der Bernie. Können Sie mit Bernie was anfangen, wenn ich es so sage? Ja, der Bernie war wirklich ein ganz toller Mensch. Den habe ich sehr früh kennengelernt. Er hat die Tankstelle in der Rheinsburgstraße betrieben. Und mein Vater lief da immer vorbei, weil seine Werkstatt in der Rheinsburgstraße war. Ja. Und ich lief oft mit in die Werkstatt und habe dann nach links oder rechts geschaut. In der Tankstelle, man muss es wirklich so sagen, da hat die Stuttgarter Prominenz getankt. Ah, okay. Also wenn das sind tolle Autos, ne? Da waren, also wenn da mal, also da stand kaum mal ein VW Käfer rum oder ein NSU oder wie die hießen, sondern da stand auch schon mal ein Fassel Vega, Iso Grifo, Ferrari und natürlich jeder Porsche rum. Und wie ich mein erstes motorisiertes Gefährt gekauft habe, die Honda SS50, war wichtig, dass ich dort auch tanke. Ja, klar. Und ich habe zweimal dort getankt und hatte mich gefragt, was ich so mache, was sind wir ins Gespräch kommen. Er hat die Liebe zum Automobil hat er sofort entdeckt in mir und hat mich gefragt, ob ich den einen oder anderen Nachmittag beim Autowaschen aushelfen kann. Weil er nicht beikommt, selbst das alles zu machen, ne? War ein bisschen stressig alles. Und dann habe ich geholfen, die Fahrzeuge zu waschen und habe mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja. Und die Kunden haben das sofort gemerkt und ich habe Bomben-Trinkgelder bekommen. Ja. Und da gab es eine ganz nette Anekdote. Zum Jahresende habe ich dann den goldenen Schwamm bekommen. Oh. Der war natürlich nur gelb und war wirklich nur ein Schwamm, ein wertloser Schwamm, aber symbolisch. Symbolisch, ja. Ja, genau. Weil ich gesagt habe, so viele neue Kunden, wie ich durch dich jetzt gewonnen habe. Und ich bin ihm auch dann lange Jahre treu geblieben. Ja, absolut. Das habe ich auch gelesen. Und irgendwann kam es aber dazu, dass, und das war so schön geschrieben, dass aber eine andere Qualität darunter gelitten hat. Sie kam nicht mehr so in die Damenwelt dran, weil sie einfach immer nach Benzin oder nach Automobil gerochen haben und haben, okay, ich muss hier mal einen Cut machen.
und muss mir was anderes überlegen, damit ich auch dann abends noch Spaß habe. Ja. Ja, das hing damit zusammen, dass es irgendwann nicht mehr beim Autowaschen blieb, sondern da habe ich mal einen Ölwechsel gemacht oder mal eine Spurstange gewechselt. Ja. Und für den engeren Freundeskreis war es damals üblich, dass man bei alle Fahrzeuge erstmal die Auspuffanlage demontiert, dann aufschneidet, alle Schalldämpfer rausnimmt, mit Stahlwolle füllt und wieder zumacht. Das Auto war dreimal so laut und wahrscheinlich nur noch halb so schnell, aber es war eine Mordshow. Und deshalb ging natürlich sehr, sagen wir mal, auf die Verschmutzung der Körperteile. Ja, Fingernägel und Co., ne? Das kommt dann nicht ganz so gut an, aber allein schon damals, ja, also den Sound, den man heute gern mag bei AMG und Porsche, bei allen schnellen Fahrzeugen, wobei ja heute leider dann die Politik da langsam so einen Strich setzt, ja, und tendiert in eine ganz andere Richtung, glaube ich, momentan, ja, leider. Hybrid, ja, und so, ja. Man wird es wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen, wenn man es einfach auch nicht machen darf. Nein, natürlich, darf man nicht machen. Aber klar, wir haben das Sache gemacht. Also ich denke an diesen Schalter, den man dann umstellt, Klappe auf, Klappe zu. Genau, ja. Ja, und dann geht es irgendwann, gab es dann den Alfa Romeo, den 1300 GTJ oder wie der genannt wird. Ja, das war dann so das nächste Highlight im Prinzip. Ja. Und dann gab es dann, ging es in die Fotolehre beim Fotokraus in Stuttgart. Ja, also die Fotolehre habe ich erst beim Bergmeister gemacht, Fotobergmeister. Und wie ich da fertig war, habe ich dann gewechselt zu Fotokraus. Ja. Allerdings nicht für allzu lange Zeit, weil ich war gerade ein paar Wochen dort. Und habe festgestellt, dass man mich doch dort mehr im Vertrieb wie in einem Porträtstudio unterbringen wollte. Ja. Und da musste ich natürlich meine vertriebliche Qualität auch beweisen und hat relativ am Anfang, ich würde mal sagen im zweiten, dritten Arbeitsmonat, habe ich einem Kunde ein Kameraset verkauft, was bis dato lange im Schaufenster lag und was vom Einzelauftrag, ich sage jetzt mal, 10.000 Mark aufwärts damals, also schon Wahnsinn. Der Wahnsinn war. Und ja, das wird eine schöne Geschichte gleich werden. Denn dieser Fotoauftrag war ja nicht nur das Verkaufen, sondern auf einmal stand der Herr Staudt dann da und musste seine Sachen packen und sagen, auf geht's nach Fotoventura, weil er nicht keine Zeit hatte, sich das von einem Profi erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das war total cool. Der Käufer war der Inhaber einer großen Immobilienentwicklungsfirma und hat dann relativ schnell mit der Wahrheit herausgerückt, so nach dem Motto, sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, jetzt habe ich schon die tollste Ausrüstung dieser Welt, kannst du die dann auch bedienen? Und dann bin ich kurzerhand mit an den Flughafen, ohne dass mir bewusst war, dass ich dann ein paar Minuten später in der Luft bin. Und mit einem Privatjet sogar. Mit seinem Privatjet. Ja, muss ich mir vorstellen. Und ich war ja sozusagen fahneflüchtig in der Firma. Die haben sich ja die größte Sorge gemacht. Ja. Und wir sind damals in Fuerteventura gelandet. Und da gab es ja noch kein Telefon. Und keine richtige Startlandebahn, ne? So richtig, und, wie man es heute kennt. Es war so ein kleiner Militärstützpunkt. Und da sind sie nur mit irgendwelche Fässer und haben sie irgendwelche Teerballe angezogen, dass wir da abends noch die Landebahn gefunden haben. Ja. Auf jeden Fall, der Betrieb Fotokraus hat dann auf mich warten müssen und ich bin dann ganz kleinlaut, bin ich dann nach dem Wochenende leicht verbrannt im Gesicht und habe sofort mit der Wahrheit herausgerückt. Ja, natürlich. Und da war wieder alles gut. Ja, perfekt, alles klar. Und du warst dann die Cova 6 mit 100 Rollenfilmen, um dann irgendwie ein Hotel zu fotografieren, glaube ich, war es gewesen. Ja, die hatten da eine Baustelle im südlichen Teil von Fuerteventura, Jandia heißt die Halbinsel. Kennt man, ja. Und heute kennt man die und damals war das noch total unbekannt und ich habe also fotografiert, was das Zeugs hielt. Also auch schon so Architektur? Architektur, Baustellenfotos, die Dünen, Sportarten, soweit man sie damals war schon machen konnte. War das so ein Buggy, der so über so eine Düne geflogen ist? Ja, also das legendäre Buggy-Foto wurde in dieser Zeit auch gemacht, nicht an dem ersten Wochenende, aber auch dann mit der Cova 6 und auch mit dem 250mm Objektiv auf die Ektachrom und alles mit Pi mal Daumen und einem großen Belichtungsmesser geschätzt und da gab es One Shot, entweder wurde es was oder es wurde nichts. So wie Lucky Punch im Prinzip. Ja. Also mehr klappt so, es klappt nicht. Ja. Im Großen und Ganzen wurde aber dann der Weg ein anderer, dann mehr zum Fotografen, zum PR-Manager. Das heißt also, dann war das
Fotokraus-Thema dann damit auch dann immer abgegolten und dann ging es halt in eine andere Richtung, aber auch gar nicht so lange. Ja, das war ein ganz bewegtes Jahr. Ja. Also erst muss ich dann mit dem Dr. Kraus dann ein Arrangement treffen, wie ich schnell aus meinem Arbeitsvertrag rauskomme. Ja. Und dann in der Immobilienentwicklungsfirma nicht nur als Fotograf, sondern auch ein bisschen als PR-Mann Fuß fassen wollte. Und wie ich dann gerade so richtig im Sommer angekommen bin, kam der Einberufungsbescheid zur Bundeswehr. Genau. Das heißt also, die Das waren damals auch schon 18 Monate oder war das schon länger damals? Ich weiß gar nicht, aber weil die Wehrzeit, meine, also früher, ich kenne es mal von früher, 18 Monate war so die Wehrzeit gewesen. Also wir hatten damals 15 Monate, da ist es gerade verkürzt worden, oder gerade noch nicht, also ich erinnere mich noch an 15 Monate, ja. Aber die wurden nicht in Monaten gezählt oder in Wochen, sondern Tagen. Ja, okay. Also wir hatten wirklich die Maßbänder aus Mamas Nähkiste und jeden Tag einen Abschnitt, weil jeder Tag war ein verlorener Tag. Ja, ja. Da will ich ganz kurz mal so eingehen. Also ich war selbst 4 Jahre bei der Bundeswehr als Ausbilder Leopard 2. Und habe da auch natürlich auch einiges mitgenommen, aber man hat dann so gemerkt, wenn man dann da draußen war, man hat dann bei so einem Soldatenfest dann nochmal 1-2 Jahre später dann immer die Leute besucht, die halt Berufssoldaten geworden sind, da gab es auch keine Weiterentwicklung. Also man hat gemerkt, dass die Witze waren gleich, die Themen waren gleich, also da merkt man, dass sie halt dann da drin sitzen und einfach so ihr Ding machen. Aber die Bundeswehr heute ist dann nicht mehr so, wie sie damals war. Für Sie damals, die Bundeswehr, war das doch schon ein hartes Pflaster, war jetzt kein Pfadfinder, kann man jetzt dazu nicht sagen, war schon ein bisschen derber wahrscheinlich. Also das war eine richtige Arbeitstruppe, ganz streng geführt, also wie man sich Militär vorstellt. Ja. Und als als Gefreiter oder erstmal als Auszubildender wurde man dann sehr gestriezt. Ja. Und ich habe das persönlich nur deshalb gut weggesteckt, weil ich habe genau in der Zeit einen Pilotenschein angefangen und hatte ein unglaubliches theoretisches Lernpensum zu bewältigen. Okay. Und habe mich dann praktisch in jeder Minute von den Zimmerkollegen abgesondert. Ja. Wurden mir natürlich, sag mal, Tausende von Kästen Bier erspart, die ich austrinken sollte. Okay. Und manche Zimmerschlacht. Aber ich war natürlich auch nicht so der große Freund von alle, weil es hieß immer, der ist so ein bisschen Einzelgänger. Aber ich habe die Zeit genutzt, meine theoretische Prüfung für die Fliegerei und für den Flugfunk alles zu machen. Okay. Und habe noch meine Bootscheine gemacht nebenher. Ja, wunderbar. Und so habe ich die Bundeswehrzeit eigentlich ganz geschickt genutzt, im Prinzip für das persönliche halt dann danach vor allen Dingen. Ja. Pilotenschein macht mir ja auch nicht so unbedingt. Ja. Da hat man schon mal so ein wieder den Einfluss des Ganzen halt, wo die Reise hingeht. Also wieder dieses Bewegbare und Ich hätte nicht im Zimmer abends sitzen können und 5 Stunden Skat spielen und den Bierkasten um die Wette leer trinken. Also das hätte ich nicht fertig gemacht. Ja. Und da hat man im Prinzip nach der Bundeswehr dann auf einmal, dann kommt man zurück und man hat erstmal so wieder so Nullstart, muss sich irgendwie neu orientieren und dann den Job gab es dann nicht und dann gab es im Wesentlichen die Selbstständigkeit und man muss sich vorstellen, dass man tatsächlich damals dann vor Standesamt gegangen ist, hat dann versucht irgendwie dort Leute oder Kunden halt zu finden, um dort Bilder zu machen. Ne? Ja, ich habe also wirklich alles probiert und das funktionierte damals tatsächlich noch. Es gab keinen Datenschutz, also die sogenannte Heiratswilligen mussten ihr Aufgebot abgeben. Oder das wurde ausgehängt, 6 Wochen lang. Ja. Und da konnte man abschreiben, wer wann heiratet. Sofern muss man auch wissen, sowas. Ne? Und da gab es also eine richtig schwarze Tafel. Und da hat man die Leute angeschrieben. Oder ich habe die dann. Und da fuhr ich hin mit meinem mobilen Untersatz und habe die Leute angesprochen. Und nee, also die Arbeit liegt förmlich auf der Straße. Man muss eben sich bücken. Ja, das ist so. Also im Prinzip ist es genau so, also abwarten, bis jemand kommt oder bis der Kunde reinkommt, ist nicht. Also da muss man auch mal rausgehen und dann halt das in die Sekunden sich reinholen. Ja. Und da gab es dann irgendwann erstmal so ein kleines Studio, was sie sich dann geleistet haben. Und heute sind wir in dem, glaube ich, dann dritten Studio, in dem größten. Aber es hat erstmal mit dem kleinen angefangen, wie es so ist. Ja. Dann gab es in Wendlingen nochmal ein etwas größeres mit 500 Quadratmeter großes Studio. Und da hieß es dann, warum muss es jetzt ein 500 Quadratmeter Studio sein? Aber hat es eine Gründe gehabt? Ja,
investiere heute immer noch herum um den Auftrag. Und ganz am Anfang war das Studio wirklich winzig und man hat sofort gemerkt, man kann kein anständiges, sag mal, Bild machen, weder von einem schönen Produkt noch von einem schönen Paar. Oder ich habe dann also nach größeren Räumen gesucht und das erste Studio war 18 Quadratmeter und das zweite war 80 Quadratmeter und das dritte war 180 Quadratmeter und irgendwann kam Wendlingen, weil das war ein existierendes Möbelstudio. Und ich sollte da nicht nur das Studio, sondern auch einen Auftragsbestand mit übernehmen. Okay. Allerdings wurde ich da sehr enttäuscht. Der Auftragsbestand, der war zwar geplant, aber die Kunden, es war ein ganz schwieriges Jahr, die Kunden sprangen ab. Und ich hatte, sagen wir, Mühe zu überleben. Ja, das glaube ich, ja. Dann und haben sie auch dann die Möbel fotografiert im Prinzip und dann gab es auch nicht die perfekten Hintergründe oder die Möglichkeiten, halt das dann so in Szene zu setzen. Aber da haben sie schon gemerkt, dass aber dieses Stillleben, im Prinzip also wirklich das nicht, also die People-Fotografie, wo man ja was einfangen muss in der Bewegung und man kann ein bisschen versuchen, was hinzubekommen, aber da haben sie die Zeit auch gehabt, dann das wirklich so schon zu beleuchten. Das heißt, also sie haben schon sehr früh erkannt, dass Licht klar das Foto macht und Licht einsetzen ist halt das A und O in der Fotografie. Ja, wobei man sagen muss, also bei kaum einem in kaum einem Segment braucht man so viel Requisiten wie in der Möbelfotografie. Ja. Ich hatte das damals völlig unterschätzt, aber jetzt kam zum Beispiel eine Firma Ruf mit 35 verschiedenen Betten. Ui. Und dann erwarten die, man hat Parkettboden, man hat Teppichboden, man hat sag mal, Landhausrückwände, man hat Türen. Ja, und das war in dem Möbelstudio gar nicht vorhanden. Und dann musste ich das immer alles erstmal anschaffen, ausleihen oder aufbauen. Mhm. Und da wurden die Fotos unnötig teuer. Ich war gar nicht wettbewerbsfähig. Okay. Und dann habe ich mir lange überlegt, wo könnte die Reise hingehen und habe mich dann immer auf schwierigere Produkte gestürzt, wo ich weniger Setup brauchte. Ja. Und ein ganz großer Knaller damals war ein Hersteller von Edelstahlmöbel, angefangen von irgendwelchen Schränke und Lagermöbel. Ja. Und der war natürlich toll begeistert von meiner Fähigkeit, wie ich die ausleuchten konnte. Ah, guck mal. Und der war gar nicht interessiert, dass da irgendwelche Requisiten drumherum stehen und so weiter. Und so hat sich dann irgendwie das ergeben, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mit Objekten arbeite, die mehr vom Licht abhängig sind, wie vom Setting, dann müsste ich es mal mit dem Automobil probieren. Okay. Und so kam das erste Auto ins Studio und die größte Enttäuschung meines Lebens. In dem Studio, in dem Auto hat sich alles eingespiegelt. Ach so, ja klar. Nur nicht, wie soll man sagen, nur nicht schöne Linie. Ja, okay. Und dann habe ich Experimente gemacht und bin sozusagen autodidaktisch draufgekommen aus meiner Still-Life-Erfahrung, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ein Auto so fotografiere, wie ich zum Beispiel meine Depotfeuerzeuge oder meine Montblanc-Füllhalter fotografiere, und dann habe ich mir Automodelle ausgeliehen und habe dann mit einem so 1:18 dann so diese Teile? Genau, 1:18 und dann mit einer Schuhschachtel habe ich dann praktisch eine Glühbirne reingemacht, Pergament drüber und dann habe ich praktisch kleine Lichtboxen gebaut und experimentiert und bin dann drauf gekommen, wie groß müsste eine Lichtwanne sein, dass sie normalen PKW so ausleuchtet, dass ich praktisch zu einem neuen Lichtkonzept komme. Also das ist ja richtig, richtig interessant. Also allein nur auf diese Idee zu kommen, weil wenn ich jetzt so im Studio stehe und stelle mir das jetzt vor, sind diese großen weißen Schirme im Prinzip ja wie halt damals dann so eine kleine Schachtel, die einfach dann im Prinzip abgedeckt wird, hinten Licht dran und sowas. Und da sieht man auch dann dementsprechend auch dann die Farb- bzw. die Linienform des Fahrzeugs besser. Ne? Ja, also es ist ein physikalisches Grundgesetz. Und das ging dann so weit, dass ich die erste Lichtwanne gebaut hatte und die war fleckig, weil die nicht 100% gleichmäßig ausgeleuchtet war. Okay. Und dann wollte ich diese Lichtflecken quasi rausrechnen und dann hat mir einer mal so eine Formel zugerufen, so nach dem Motto Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja. Und da habe ich gedacht, oh stopp, das kenne ich doch von meiner Billard. Ich wollte gerade sagen, ich habe genau den Gedanken gerade gehabt. Und dann habe ich tagelang
während dem Billardspiel mit meinen Freunden, habe ich damals sehr gern gemacht, habe ich dann ein bisschen die sozusagen Einfallswinkel, Ausfallswinkel studiert und habe dann die in der Lichtwanne rechnerisch übernommen. Ach, Wahnsinn. Und dann habe ich die Lichtwanne dann ein drittes Mal umgebaut und da hat es funktioniert. Wahnsinn. Und vom Prinzip ist sie halt noch so im Einsatz. Ja. Nur die Lichtquellen haben sich natürlich über die Jahre verbessert. Ja, ich muss noch kurz eins sagen, also eine sehr große Enttäuschung war, wie mal ein ganz toller Ferrari 328 unter der Lichtwanne stand und dann löste sich eine Einstellleuchte. Ui. Das waren damals Lampenköpfe, die waren von oben eingesetzt. Ja. Und durch die Vibration löste sich eine glühend heiße Einstellleuchte, hat dann den Stoff entzündet. Okay. Und der Stoff ist dann komplett abgefackelt und schmilzt dann zusammen zu Kunststoffperlen, die sich dann in das Fahrzeug eingebrannt hatten. Oh, das war eine Katastrophe. Ja, klar. Und dann gab es die zweite Generation der Magic Flash Leuchten. Die waren dann mit fest verbauten Leuchten. Später kam dann Stabröhren dazu. Ja. Und heute ist alles super gekühlt und halogen bzw. LED. Und viel leichter, aber klar, so Sachen passieren, dass du mal irgendwas von oben, weil wir haben ja auch hohe Decken und da muss ja auch ein bisschen Abstand halten, damit auch das Licht richtig gern fällt. Ja. Aber auf die Idee, das umzusetzen und das dann so zu bauen, ich meine, das ist ja so eine Sache, da kommen ja ganz viele Ideen so zusammen. Da habe ich mich so gefragt, wann kommt denn die Idee bei Ihnen in den Kopf? Ist es dann, wachen Sie nachts auf und dann auf einmal, da kommt die Idee oder wie tickt dann so der René Staudt? Ja, das... Weil es geht noch mit vielen, vielen anderen Themen, geht es dann weiter mit Ideen, ne? Ich glaube, man redet vom sogenannten Geistesblitz. Mhm. Ja, in der Tat schreibe ich die Entwicklung von Magic Flash einem Geistesblitz zu. Ah, okay. Aber der kam nicht von ungefähr, sondern ich war wirklich sehr im Entscheidungsdruck. Und zwar 1982 war wirklich ein ganz schlechtes Jahr in meinem Wendlinger Studio. Ja. Und mir wäre fast das Geld ausgegangen, Wahnsinn. Weil die Aufträge sind nicht in dem Maße eingegangen. Mhm. Und vielleicht unter dem Druck, irgendwas machen zu müssen, wo ich auch quasi eine Art Alleinstellungsmerkmal bekomme, fiel mir das ein. Also vielleicht mit Gottes Hilfe sogar. Ja. Auf jeden Fall, ich ging immer mit offenen Augen durch die Welt, habe viel aufgenommen, aber ich glaube, nachts wird es verarbeitet und führt dann zu einer Idee, wo man es selber vielleicht dann gar nichts dazu kann. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Mobilität. Ich glaube, und da kommen wir zugute, dass ich immer aufmerksam durch die Welt gehe und alles aufnehme, weil ich sage, irgendwann kann ich aus dem Summe der Erfahrungen wieder etwas Neues machen. Ist so, aber das ist aber das, auch das, der Fluch und Segen des Fotografen, ne? Also wer gern fotografiert und mein Spektrum ist sehr breit, also bei mir gibt es Fotografie Autos, Architektur, People, ist ganz egal. Aber ich gehe aber trotzdem jederzeit 24 Stunden durch meine Umwelt und sehe tausend Sachen, die mir gefallen. Ja. Ich habe noch eine Sache, wenn ich gerade jetzt, wo es so kalt ist und ich gucke dann so ein bisschen so in Richtung Höchst von mir aus, so über diese Dächer von da hinten, wo die Häuser, wo dann diese Rauchschwarten hochkommen, so wie früher, wenn man sich vorstellt, Manchester oder England früher, wenn da von so der Raffinerie. Ganz genau. Und diese Rauchschwaden, die da so hochkommen und dann die kalte Luft, wenn dann die Sonne von links so reinkommt, wo ich denke, das Bild ist noch hier oben drin, ist aber noch nicht rausfotografiert, muss ich irgendwann machen, damit es rauskommt. Ja? Ja, aber so geht es mir den ganzen Tag. Ja, also meine Frau beschwert sich oft, weil ich manchmal ein bisschen, sag mal, überaktiv alles aufnehme. Ja. Sie sagt mir dann schon mal, du musst dich entspannen, weil du nimmst viel zu viele Dinge auf. Ja. Und ich wirke dadurch manchmal ein bisschen abwesend, weil mich interessiert alles. Ja, na klar. Mich hat auch schon mal eine Frau angesprochen und gesagt, sie haben mich angeschaut, kennen Sie mich? Sei, müsst ihr entschuldigen, aber ich bin Fotograf, ich schaue alle Menschen an und habe schon ein Bild im Kopf, wo ich sie in der nächsten Werbekampagne ansetzen könnte. Ja, gibt es denn da irgendwie, haben Sie immer eine Kamera mit dabei, wenn Sie auf Reisen gehen oder gar nicht so? Nee, ich bin eigentlich gar nicht der typische Fotograf. Mhm. Ich bin eigentlich mehr der typische Bild, soll man sagen, Erfinder oder der Regisseur. Also ich habe unheimlich Freude, mir Bilder auszudenken und ich kann das aber auch sehr gern delegieren. Okay. Und das ist vielleicht auch den
Grund, warum ich überhaupt in den 80er Jahren es geschafft habe, Mitarbeiter zu gewinnen, die dann für mich oder mit mir arbeiten. Ja. Weil normalerweise will der Fotograf ja alles bis zu Ende bringen. Ja, absolut. Und steht dann überall hin, mein Bild, mein Bild, mein Bild. Mhm. Und ich habe aber sehr früh, habe ich schon gesagt, das ist unser Bild, das ist eine Teamleistung. Ja. Das kam aber aus der Möbelfotografie heraus. Okay. Da hat man 3 Schreiner gehabt und 2 Maler und 5 Dekorateure. Ja. Und ganz zum Schluss kam jetzt der Fotograf, der hat es ausgeleuchtet. Mhm. Und dann ganz am Ende wurde es noch belichtet. Ja. Also der Anteil an dem Bild ist praktisch dann nur noch das Abschmecken des feinen Gerichtes. Ja. Und da habe ich gelernt, also du musst da praktisch als Team auftreten. Mhm. Und ich habe in der Möbelbranche damals nicht sehr viel Erfolg gehabt, aber den Erfolg, den ich hatte, nur wegen der guten Dekoration beziehungsweise wegen dem starken Team. Ja. Was wäre passiert, wenn jetzt als Beispiel, ich überlege gerade, es gibt ja auch andere Fotografen, die leider nicht mehr bei oder unter uns sind, wie ein Peter Lindberg, der ja auch eine ganz andere Sache fotografiert hatte. Und dann kommt auf einmal eine Zeitschrift aus Paris und sagt dann, hey, wer bist denn du, komm mal nach Paris. Wäre das auch eine Situation gewesen, auch für Sie, wenn jetzt sowas passierte, mach Fashion-Fotografie, hätte auch kommen können, oder theoretisch? Ganz ehrlich, ich habe, wie ich sehr jung war, habe immer gedacht, muss ich jetzt warten, bis irgendjemand zu mir kommt. Mhm. Und in der gleichen Sekunde habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal was. Mhm. Und jetzt werde ich demnächst 70. Mhm. Und geht noch top aus, der Mann. Dankeschön. Absolut. Also ich mache jeden Tag was, aber ich würde mich freuen oder ich wäre nicht überrascht, wenn nur was Größeres kommt. Könnte noch was kommen. Ja. Ja, Es kam ja dann immer irgendwie was Tolles. Ja, genau. Vielleicht nicht genau das, was ich mir gewünscht habe, aber es kam immer wieder die tollsten Aufgaben, die tollsten Aufträge. Ja. Und es ist hochinteressant, oft dauert es eine ganze Generation. Da kam mal einer mit einem riesen Auftrag, der ist jetzt gerade Werbeleiter geworden im großen Konzern. Und dann sagt er, weißt du noch, vor 25 Jahren, da habe ich da in der Schule oder später irgendeinen Vortrag. Also oft dauert es dann eine ganze Generation, bis jemand so weit ist, dass er dann mit einem arbeiten will. Ja. Und deswegen will ich nicht ausschließen, dass so wie die Kunden heute wegbrechen, altershalber oder weil sie eben dann in andere Abteilungen gehen, die Konzerne, dass er auch morgen wieder oder übermorgen einer anruft und sagt, jetzt machen wir dies oder das. Ja, klar. Also im Prinzip, dann war ja auch damals, 86, war dann die Eröffnung von Leonberg hier, von dem Studio, wo ich jetzt hier drin stehe mit Ihnen, mit 550 Gästen oder Interessenten sozusagen, mit 15 Mitarbeitern schon. Und dann hatten wir dann mit 18 Stromgeneratoren und wie waren es? 84.000 Wattsekunden, die ja dann dieses Magic Flash ist. Das ist im Prinzip dann auch dann patentiert worden? Die Technik, technisch war das nicht raffiniert genug, um es zu patentieren. Ich habe die Markenrechte schützen lassen. Ja. Ich habe aber dadurch, dass ich praktisch käufliche Lichttechnik verwendet habe, wäre es sehr aufwendig gewesen, da ein Patent drauf zu machen. Und ich sah da, sagen wir, auch wirtschaftlich gar keinen Sinn, weil das ist jetzt mein Markenzeichen, mit dem fotografiere ich. Mhm. Und manchmal brauche ich noch ein paar andere Tricks dazu, dass das Bild so gut wird. Ja, na klar. Aber man schreibt es dann ein bisschen der Technik zu. Ja, klar. Aber ist dann im Prinzip schon so, dass die dadurch ja die Entwicklung durch dieses besondere Licht einfach dann die Aufmerksamkeit auf sie gedrückt ist. Und dann weiß ich, dass dann irgendwann jemand geklingelt hat. Und hier aus dem Stuttgarter Raum und also eine Schwabenmarke. Ja, es war jetzt nicht Mercedes gewesen, könnt ihr erraten, was es war. Und da sollte ein ganz spezielles Fahrzeug, glaube ich, in Weiß, auch fotografiert werden und mein Kollege und Freund Jan-Felix Walter, der heute nicht mit dabei sein konnte, der hat dann auch dieses Poster unter anderem bei sich in sein Zimmer hängen, hätte es gerne mal mitgebracht und signieren lassen. Und zwar war das mit Neonröhren ein schöner Porsche in Weiß. War der Weiß, glaube ich, aber auch so auf Lavasteine, sowas war das gewesen. Ne? Das war ein absoluter Glücksgriff. Ja, also diese Klingel, das ist genau das. Also manchmal bringt man was raus ins Universum, man strahlt es aus und es passiert dann in der Tat. Ja, und das haben Sie im Prinzip ja damit ja auch getan. Ja, aber es war jetzt gleich in mehrerer Hinsicht sehr innovativ. Also einmal kam Porsche. Porsche war damals schon sehr etablierte Firma, auch mit Werbeagenturen und Fotografenstamm. Ja. Und klar, man kannte mich und ich war oft dort, habe auch immer wieder akquiriert. Und eines Tages sagen die, wir haben jetzt eine komplett neue Fahrzeuggeneration. Mhm. Also damals hieß es einfach irgendwie Baureihe 959 oder so. Ja, genau. Aber im Prinzip war das die Einleitung der Ära dieser Hypercars. Okay. Das war ja damals einfach eine ganz andere Welt. Das Auto war aus einem anderen Universum.
Und dafür wollten die ein komplett anderes Bildkonzept, eine komplett andere Vorgehensweise. Sie wollten praktisch alles anders machen wie sonst. Ja. Ja. Und haben mich nach Weissach geschickt zum Chefdesigner, der solle das Briefing machen. Okay. Und ich weiß noch, wie der fast aus den Wolken gefallen ist, wie ich mit Lila als Grundfarbe kam, und er hat mich gefragt, wie ich denn auf so einen Schwachsinn komme, ob ich nicht wüsste, wo man solche Farbwelten hinzuordnen. Da sage ich, ich weiß sehr wohl, auf der Frankfurter Bahnhofstraße. Ja, ja, genau. Aber man muss auch bedenken, dass das natürlich auch ein sehr frivoles, wie soll man sagen, Klientel sind. Ja, klar. Und deswegen muss man so progressiv, aggressiv da rangehen. Ja, ja. Und dann hat er mich machen lassen. Komplette Kampagne, okay. Weißes Auto, ja. Weiß Metallic, muss man ja. sagen, also Perlmutt Metallic, ja. und dann mit lila Licht Wahnsinn. Beleuchtet, mit unglaublichen ja. Linien. Ja. Das sind heute noch die begehrtesten Motive, wenn mich einer anspricht und sagt, hast du noch eins von den Postern damals aus den 80er Jahren? Ja, ja, ja. Also das war Sex pur. Ja, also, ja, absolut. Wo heißt das, die Erotik des Fahrzeugs ist ja eher dann schwarz, ne? Ja. Nicht unbedingt weiß, aber sie haben es hinbekommen, mit Lila halt dann sowas auch ja. genau konträr zu sein letztendlich. Ja. Und das macht dann auch natürlich ein bisschen aus, aber im Großen und Ganzen kann man dann sagen, da war dann diese Automobilfotografie, die ja früher ganz anders gewesen ist, haben sie damit komplett erneuert und komplett eine ganz neue Art der Darstellung von Fahrzeugen bewirkt letztendlich. Ja, ich nehme heute, wenn ich jetzt einen Buchtitel mache, da steht dann nicht drauf fotografiert von René Staudt, sondern da schreibe ich ja dann bewusst drauf Staging and Photography. Okay. Also die Inszenierung ja. des Produktes, ja. das war eigentlich das Wichtigste damals. Mhm. Wo ich dann bei Mercedes-Benz war und dann erzählt habe, wir holen jetzt den grünen Diesel aus dem Wald und stecken den ins Studio. Mhm. Das heißt, das Auto muss nicht mehr beweisen können, dass es umweltfreundlich ist oder dass es gut fährt, sondern es muss praktisch als Ikone erhoben werden. Ja, genau. Und da waren die so begeistert und sie gesagt, Menschenskind, klar, also dass das Auto fährt und dass das was weiß ich, alles kann und so weiter, das kann man vielleicht voraussetzen, also müssen wir das so positionieren wie ein Juwel. Ja, ja, so genau. wie De Beers, die nehmen nur ein Brillant ja. und der wird ganz toll fotografiert ja. und da braucht man gar nichts dazu schreiben. Ja, ist so, auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, dass dann genau diese Fotografieart, dieses Studio, sich ja bis heute dann so weitergezogen hat. Also gibt es ja viele, viele Bücher von Ihnen, wo man einen Einblick hat in Ihre Fotografie, und ich habe damals von Ihnen ja eins mitbekommen gehabt, und es war also Anfänge für mich, Automobilfotografie ist seit klein an auch schon immer mit dabei gewesen, über meinen Bruder, der schon frühzeitig, wo noch kein Führerschein hatte, schon ein Chevy bei uns in der Garage stand und sowas. Ja, also ich habe ihn da auch mit groß geworden. Und jetzt kann man sagen, jetzt machen wir mal so einen Sprung, weil auch die Zeit so ein bisschen rennt, wie ich gerade sehe. Wie schnell geht es so? Also unfassbar, wie so die Zeit rennen kann. Eben gerade auf der Autobahn war das irgendwie so, oh, wie lange dauert es noch? Ja? Jetzt haben wir schon knapp eine Stunde hier schon voll. Aber das hat sich so weitergeführt. Jetzt habe ich so mittlerweile, ich bin selbst ja bei Mercedes-Benz, nicht direkt, aber indirekt halt letztendlich. Und ich gucke mir immer auch natürlich die Werbung so an. Und die hat sich ja eigentlich gerade bei der neuen Linie von diesen New Generation Cars von Mercedes-Benz ja komplett ja verändert. VW macht das genauso, dass man wieder rausgeht und ganz andere Personen auf einmal in Fahrzeugen sieht, die Sachen machen, die macht man nicht im Auto normalerweise. Ja. Aber das ist eine ganz neue Art der Werbefotografie, um einfach dann auch das jüngere Publikum ranzuholen. Was halten Sie davon? Ja, ich bin da jetzt nicht so der große Freund, weil bei mir geht es nach wie vor ums Produkt und wo ich meinen Einfluss ausüben kann, mache ich das auch. In der Tat ist das, sag mal, das moderne Marketing rein zielgruppenorientiert. Ja. Und für die das Auto ist auch immer ein Hintergrund, ne? Also ja, ist das nicht irgendwie präsent, das ist immer so, irgendwo steht da irgendwo rum. Ja, das Auto, sag mal, ist da, aber steht nicht so im Mittelpunkt, wie ich das lebenslang gemacht habe. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das jetzt, sagen wir mal, mit ein bisschen mehr Abstand anschauen möchte. Mhm. Weil ich habe so viel Freude bei meinen Büchern und natürlich auch mit Sammlern, die einzigartige Fahrzeuge hierher bringen. Ja. Also wie dieses da vorne. Ja, das ist einzigartig und das ist immer, sagen wir mal, unfassbaren Wert angeschafft worden. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und ich habe, also gestern hatte ich auch einen Kunde da, der kam mit einem Fahrzeug, das hat heute etwa den 20-fachen Wert in Euro, wie es damals neu in D-Mark gekostet hat. Wow.
Und der hat etwa doppelt so viel bezahlt er für Shooting seines Fahrzeugs, wie damals Porsche 1974 für die Einführung Wahnsinn. Seines Modells ja. in die Hand nehmen wollte. Ja. Also die Wertschätzung für die ja. Fotografie ist da, ja. aber es sind heute ganz viele andere Kunden. Und der klassische Kunde, der Mercedes oder der AMG ja. oder der Porsche oder ja. BMW, die sind natürlich sehr zielgruppengetrieben. Ja. Und überlegen sich selber ganz genau oder lassen überlegen oder lassen studieren, mit welchen Bildern sie an wen herankommen. Klar. Und die klassische Fotografie, so wie ich sie liebe und gern heute noch betreibe, die wird als nostalgisch oder als ja. Handwerk empfunden. Ja. Und die jungen Leute schätzen die Bilder ja. neben den modernen Werbebildern. Ja. Aber die können sich nicht vorstellen, dass eine neue S-Klasse im Stile von René Staudt ja. klassisch präsentiert wird. Ja. Es geht jetzt nicht mehr um das Fahrzeug, sondern es geht um die Welt, ja. in der das Fahrzeug zu Hause sein soll. Ja, man muss auch sagen, wir hatten also, die neue S-Klasse, die ja jetzt schon zu kaufen gibt und die man ja auf einmal auf dem Hof stehen hat. Und wenn man das mal zurückdenkt, das hätte vor 15, vor 20 Jahren, wäre das niemals gegangen, dass man keine richtige Markteinführung, Präsentation, Bilder dementsprechend, das ist unvorstellbar. Und heute kommt so ein Produkt auf den Markt, was schleichend, ja. ja, und das hat ja. so viele Innovationen, ja. Was da so passiert, ist schon ja. Eine ganz komische Strategie, auch wie eine C-Klasse auf einmal, die ausläuft und es kommt ja. eine neue. Ja. Und die kann erst im März wieder bestellt werden. Ja. Wir haben jetzt im Oktober, war das gewesen, ja. also eine relativ lange Zeit, wo wir, ja. ich als Verkäufer, kein ja. Auto verkaufen kann. Oder ich als Käufer. Ich wollte genau. ein C-Klasse Hybrid mhm. kaufen, letzten ja. Monat. Ja. Und dann hieß es, wir haben noch Lagerwagen. Ja. Aber, ja, genau. man hat mich aufgeklärt, mhm. was der nächste besser kann, ja. wie der alte schon gut kleine, konnte. Kleine S-Klasse halt, ne? Und der Hybrid kommt noch viel später. Ja. Der kommt erst am Ende nächsten Jahres. Ja. Ja, das ist nicht so fein. Also, aber das, die, da muss man ganz normal sagen, dass die Daimler AG im Prinzip diese Stärke hat, aber dann so einen Weg zu gehen, ist natürlich auch schon okay. Muss man, kann man nicht verstehen, aber muss man ja wohl dann verstehen. Aber man sieht dann doch, dass aber dann diese Ausrichtung eine ganz andere ist, auch in der digitalen Fotografie letztendlich. Ja. Also das wird ja heute, sind sie ja auch in der Lage, sie machen, glaube ich, auch Spiele. Von der Grafikdesign her. Sie produzieren auch dann für die Konfigurator-Themen, wo man dann relativ einfach dann auch dann wechseln kann zwischen den verschiedenen, was wir heute, also wir im Verkauf heute brauchen, also dem Kunden, sei es digital, das Auto so mit der Felge, mit dem Lack und sowas irgendwie zu präsentieren. Aber das war auch eine Umstellung, wo dann wahrscheinlich der Patrick und der Pascal, die zwei Söhne, dann hier im Prinzip ja die eine Erneuerung der digitalen Technik auch dann hier im Prinzip jetzt mitführen und Sie da unterstützen. Ja, oder umgekehrt. Oder umgekehrt, also wir ja. sind jetzt schon so weit in der Transformation. Wir sind heute schon sehr digital mhm. und meine Kenntnis aus der analogen Welt und meine Bildauffassung, ja. die ich mehr als Beratung gebraucht mhm. für die digitale Welt. Ja. Weil die Anforderung an Bildmaterial hat sich so vervielfacht. Ja. Also wo man früher vielleicht noch 12 oder 20 Motive von einer S-Klasse gemacht hat oder vielleicht mhm. noch 20 Interieurs, mhm. macht man halt 200.000 oder noch ja. mehr. Ja. Theoretisch alle Konfigurationen. Bei einer S-Klasse haben sie Vervielfältigungen im achtstelligen Bereich. Ja. Das kann man händisch gar nicht mehr alles darstellen. Ja, genau. Aber König ist auch heute derjenige in der Medienerstellung, der die mhm. Daten hat. Mhm. Und wenn man die Daten hat und macht, sagen wir, die Key-Visuals, die Leitbilder, mhm. dann kann man aus diesen Leitbildern dann auch diese ganze Derivate machen, ob das jetzt Spiele sind oder okay. irgendwelche Apps ja. oder irgendwelche Online-Dinge, ja. angefangen von irgendwelche Banner und Mailings und so weiter. Ja. Also es wird dann abgeleitet. Ja, Wahnsinn. Aber die Bildsprache, die wird sehr früh definiert ja. und die kommt sozusagen aus der Erfahrungswelt. Mhm. Und die muss eben einfach in die Zielgruppe passen. Ja, klar. Und das lässt sich digital 100% ja, schnell umsetzen. Ja, weil da sieht man auch dann so die Ausrichtung, ja, dass im Prinzip so, es gibt glaube ich 93 Mitarbeiter, davon sind 8 Fotografen und der Rest sind alles dann junge Leute, die halt in der digitalen Welt im Prinzip ja, sich ja. auskennen und das voranbringen halt. Ja. Ja. Und das ändert so einen riesen Umschwung halt auch dann. Ne? Und die Neueinstellungen sind rein auf 3D-Poste oder Ach, Animation. Ja.
Modeling und so weiter, also neue Berufe, die man früher gar nicht kannte. Ja. Und zum Leidwesen vielleicht auch von der Fotoindustrie. Also ja, natürlich. Gerade meine Freunde bei der Leica, jetzt haben sie es mal wieder geschafft, ein ganz tolles neues S-Modell auf den Markt zu bringen. Ja, genau. Da habe ich natürlich gleich die erste bekommen. Ja. Aber ansonsten muss dieses Jahr nicht viel Neues angeschafft werden. Ja. Weil es wird ganz, sagen wir mal, es wird da nicht stark expandiert. Ist so, ja. Der große Profiteur, das sind Apple und Co. Und natürlich jede Firma, die irgendwelche Speicher macht. Also was wir jeden Tag an Daten produzieren, ist unglaublich. Ja klar, wie groß ist denn der Server hier? Oder die ganzen Bilder, die müssen ja irgendwo ja auch dann gespeichert werden. Ja, und dürfen nicht verloren gehen. Ja, also das lagert man aus. Das kann man gar nicht mehr selber alles abspeichern. Ja. Und es gibt praktisch einen Dienstleister, der das für uns hostet. Okay, alles klar. Und das funktioniert nur, weil wir drei Glasfaserleitungen direkt bis im Haus haben. Okay. Das heißt also, das ist schneller beim Dienstleister abgelegt wie im eigenen Haus. Ja. Und da gibt es aber auch noch immer Sicherungskopie. Ja, na klar. Das ist eins meiner Bodengänge am Freitagabend, kriege ich immer Sicherungskopien mit. Ja, wunderbar. Aber es ist schon so, dass die jungen Leute, aber auch, ich habe auch beim letzten Mal mich da unterhalten mit Fotografen, die schon sagen, die Möglichkeiten, die es halt am digitalen Rechner gibt, im Verhältnis zur damaligen, noch am besten noch Analogfotografie, ist halt schon deutlich einfacher geworden, weil er relativ schnell irgendwas abändern kann, kann eine andere Perspektive wählen und das im Prinzip, das zu fotografieren, war natürlich auch dann sehr aufwendig gewesen. Noch dazu, dass der Fotograf im Prinzip morgens dann hier reinkam und kam abends dann hier wieder raus, hat kein Tageslicht gesehen. Ja. Und hat nur wirklich im Dunkeln hier gestanden und hat dann das einzige Licht war das Blitzlicht. Ja, ja. In der Tat, aber ich wollte trotzdem die alten Zeiten nicht vermissen, weil wir haben mühsam uns rangearbeitet an ein perfektes Bild. Ja. Und heute hat man relativ schnell ein gutes Bild, aber man kriegt im Prinzip kein perfektes mehr hin. Weil durch diese digitale Welt ist der Wettbewerb so groß geworden, dass kein Auftraggeber mehr einem das Budget gibt, um das Bild so richtig zu Ende zu denken. Okay, okay. Das heißt, aber in diesem Prozess der Markteinführung oder bis es dann wirklich dann gelauncht wird, da sind Sie ja schon mit Designern schon zusammen, der Ihnen auch dann wirklich dann an die Hand nimmt und erklärt einfach das Konzept, das Design, seine Idee, wie es umgesetzt wird. Ganz früh, der kommt mit Skizzen oder mit Tonmodelle. Schon so früh, ja. Okay. Und ja, also mehr und mehr können die Firmen das im Haus, also bei sich auch visualisieren. Aber nach wie vor kommen dann Leute und wollen das mit dem Fotografen erarbeiten und wollen sich auch abstimmen, ob die Linie, die er sozusagen im Kopf hat oder in seinem Pinselstrich, ob die sich auch fotografisch herausarbeiten lässt. Okay. Nicht, dass das Auto nachher, sagen wir mal, anders oder weniger attraktiv ausschaut, wie es ausschauen sollte. Ja, weiß ich, durch verschiedene Brennweiten kann ein Fahrzeug einmal ganz anders ausschauen und das sind schon Gegebenheiten, die ganz anders sind als in der People-Fotografie. Ja. Da haben wir die lieben 1,4 Blende, 1,8 und sowas, und dann hat das Auge und der Rest unscharf und sowas, also das, tiefen Unschärfe. Das kann man simulieren, aber das ist wahnsinnig aufwendig. Ja, ich habe letztens einen Fall gehabt, da hat ein Designer hat ein Rendering mir gebracht, das sei diese Perspektive wird niemals ein Mensch sehen. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Großformatfotografie komme und habe jetzt zum Beispiel auf meiner Mattscheibe ein Bild in der Größenordnung von 8x10 Inch, also rund A4, da kann ich hin und her schieben. Und je nachdem, wo ich das Fahrzeug hin und her schiebe, verändert sich's. Na klar. Aber in der digitalen Welt kann ich das einen Kilometer nach links oder rechts schieben. Ja. Das heißt, es gibt also Verzerrungen, die das menschliche Auge gar nicht nachvollziehen könnte. Ja, okay. Und die Designer zerren natürlich ihre Perspektive so hin, bis ihnen das Auto gefällt. Aber das ist weit weg von der Natürlichkeit und das muss der Fotograf ihnen dann erklären oder umständlich sogar beweisen. Wahnsinn. Ja, genau. Also das ist, also ich glaube, ist aufwendiger, als man denkt. Ja. Ich weiß auch, dass irgendwie anfangs, wenn so ein Auto gelauncht werden soll, dass dann im Prinzip Standardfotos ja von ihnen gemacht werden. Also ich glaube, waren es 500 Stück und daraus werden 30 dann irgendwie weitergeleitet, damit man weiß, das wird immer so bleiben. Ja. Diese Bilder, auch bei nachfolgenden Black Edition, First Edition, Night Edition, wie sie alle heißen, dass dann im Prinzip eine feste Struktur der
der Perspektive dann genau gesetzt ist. Ne? Und die wird immer noch mit konventionellen Daten belegt, ja. Also Kameraabstand und Kamerahöhe. Okay. Und dann spielt ja die Brennweite und so weiter keine Rolle. Aber muss ich das so vorstellen, das Fahrzeug steht auf einem Drehteller und wird dann in 10 Grad Schritten gedreht. Ah, okay. Das heißt, bei 360 Grad gibt es dann 35 Varianten und dann in verschiedene Abstände und verschiedene Höhe. Oh, Wahnsinn. Ich habe Kunden, denen reichen 70 Ansichten und ich habe Kunden, die haben 7000. Wahnsinn. Und wenn der Kunde sich wirklich die Mühe macht, ich habe auch Kunden, die lassen den 3 Grad Schritte machen, und dann kann man natürlich ganz kleine Nuancen rausarbeiten und dann werden die Perspektiven festgeschrieben und dann werden die weltweit von Fotografen nach diesen Vorgaben umgesetzt. Krass. Das ist schon, also da sieht man mal, das ist halt, ja, ich will nicht sagen Fließbandarbeit, aber das ist schon eine Prozess. Ein langer Prozess im Prinzip. Ja. Und da muss umgesetzt werden. Also es ist dann nicht so, dass man hergeht, jetzt mal klicke, klicke, jetzt hat man mal so ein Auto fotografiert, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter, als man denkt wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube schon, da erzählt auch dann die Erfahrung und auch Licht und Schatten dementsprechend, dann hat so ein Auto wirklich dann seine Formgebung dann wirklich so zu geben. Ne? Ja, das Fahrzeug lässt sich ja wahnsinnig beeinflussen. Ja. Und je mehr der Fotograf Hand anlegt, je mehr verändert es. Mhm. Und da muss ja jeder auch mitspielen, nicht nur der Designer. Ja. Der Vertrieb muss es ja auch dann immer noch cool finden und muss sich da wiederfinden. Ja, und der Kunde vor allen Dingen, der muss sich angesprochen fühlen. Ja. Der sieht erstmal im Prospekt, leider gibt es das ja heute nicht mehr. Es gibt noch ein paar gibt es vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen, das, was wir im Verkaufsraum haben, gibt es keine mehr. Wir müssen dann die ältere Generation, gerade bei Mercedes sind sie ja ein bisschen älter, dass die halt dann nachfragen und sagt, ja, tut mir leid, es geht nur noch online. Ja. Ja, und auch diese Geschäftsgebaren, von 5 bis 10 Jahren, ist auch nicht mehr so, wie es heute darstellbar ist. Es wird einen Festpreis geben, es wird ein fertiges Auto geben, ich kann mit App irgendwas zusteuern, es gibt keine Verkäufer mehr im Laden. Ja. Das wird alles sich schon stark verändern. Ja. Und das verändert sich auch dann auch in Ihrem Business am Ende des Tages. Aber ich erlebe es ja auch in meiner Nachfolgegeneration. Die wissen ganz genau, was sie wollen und die definieren das zu 100%. Ja. Während ich, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen möchte, dann gehe ich entweder nach Zuffenhausen oder nach Sindelfingen und schaue mir auf die Parkplätze an, was die anderen Kunden gerade sozusagen ausgeliefert bekommen. Ja. Weil ich kann mir jetzt lila, blassblau oder rubinrot, metallic, ich kann mir es manchmal im Prospekt oder am Rechner nicht so vorstellen, wie ich es dann in Wirklichkeit sehe. Ist so, und ich kann auch verstehen, wenn ein Araber hierher fliegt und die Farbe hier schaut in unserem Wetter, dass er dann vielleicht überrascht ist, wie das Fahrzeug bei ihm ausschaut. Ja, natürlich, ja. Da hat der Mercedes-Benz in einem, nee, bei AMG war es gewesen, oder Sendlauf Excellence hat eine Lichtdinge reingebaut. Sagen Dubai draufdrücken, da hast ein Dubai-Licht und dann siehst du dann die Farbe, wie es dort aussehen würde. Ist schon abgefahren. Sowas. Aber es sind auch dann die speziellen Kunden, die auch ein bisschen Geld da lassen. Ja. Deswegen und was ganz Spezielles halt haben wollen und mit ganz spezielle Farbwünsche kommen. Ja. Ja. Ja, prima. Was ist dann, also die Zukunft wissen wir, irgendwas wird vielleicht noch kommen, man weiß es nicht, aber die Erwartung, also Sie haben es ja schon ins Universum rausgestrahlt, es wird was kommen, definitiv. Ich bin gespannt, was es sein wird, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch machen? Ich meine, sowas zu fotografieren, so ein Auto ist ja schon ein absolutes Highlight, weil das ist ja eine Geschichte, das ist das Produkt an sich, und das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist auch das Besondere an diesen Klassikern, ist ja diese, wie soll man sagen, diese Einzigartigkeit. Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich einen wunderschönen Artikel in der hiesigen Kreiszeitung. Mhm. Da ging es um ein Le Mans Buch und der Journalist hat erkannt, dass das Besondere an dem Buch eigentlich die Fahrzeuge sind, die alle Einzelstücke sind und praktisch jetzt lang nach ihrer Höhepunkt ihrer Karriere, bis zu 50 Jahre ist das jetzt her, beim 917 von Le Mans 1970, die stehen dann 50 Jahre später im Studio und werden da nochmal fotografiert. Wahnsinn. Das muss man sich jetzt vorstellen, dass irgendein Skirennläufer oder irgendeiner 50 Jahre später immer noch gefragt ist und man sagt, komm, jetzt machen wir wieder nochmal ein Foto. Der sieht natürlich ganz anders, wie man Erinnerungen hat. Ja, na klar. Aber meine Stars, die sehen heute besser aus wie damals nach dem Sieg. Mit Patina. Die haben zwar das Patina, aber die beleuchte ich so schön, dass die sozusagen zum Kunstobjekt erhoben werden. Und in dem Buch waren also alle 19 Le Mans-Sieger drin. Wow.
Und es wäre nicht möglich gewesen dieses Jahr, wenn nicht durch Corona die Museen geschlossen waren. Besonders das Porsche-Museum hier. Ja. Ich hätte die Fahrzeuge niemals hierher bekommen, ins Studio. Ja, absolut. Also ich bin auch ein Le Mans-Fan. Gibt es auch den Film Le Mans 66 mit Ford dementsprechend an dem Start. GT40 und allein auch so diese Welt der Musik, sei es Once About Time in Hollywood und diese alten Karosserien, die dann wirklich dann da zusammengebaut werden, wie damals halt. Und ich bin manchmal, wenn ich so Bilder sehe, jetzt habe ich jetzt bei Ihnen so diese Muscle Cars, gibt es bei Ihnen jetzt, glaube ich, nicht so im Portfolio unbedingt, ja, also diese amerikanischen Fahrzeuge. Aber mich wundert immer, weil ich auch dann mich versuche in der Automobilfotografie so ein bisschen, woran es manchmal liegt, dass manchmal nur ein Teil eines Fahrzeuges, sei es nur ein Stück von dem Heck von dem 911 als Beispiel, oder nur so, so diese Close-Ups, wie man da eigentlich sagt, ne? Warum das dann so in Energie geladen ist. Und ich meine, ich verstehe das manchmal nicht. Ja, weil das so einzig war in der Zeit. Ja. Das war einfach so einzigartig. Oder das war, sagen wir mal, der Technik oder dem Reglement oder der Konstruktion geschildert. Und es bleibt dann, oder es prägt sich dann ein. Ja, das sind so, da liebt man nur dieses Fahrzeug, wie es da steht. Man muss gar nichts groß machen. Aber liebe Zuhörer, denkt dran, renestautgalerie.de. Da gibt es dementsprechend dann auch die Bücher zu sehen und zu kaufen vor allen Dingen. Da gibt es auch ein Buch mit 5.000 Euro oder 4.500 Euro. Ein Silberbuch, aber das kann ich euch nur einfach mal mitgeben. Nutzt einfach diese Möglichkeiten, solche Bücher auch zu haben. Es muss nicht immer nur ein Lindberg sein und andere schöne Fotografen, Peter Vincent, aber das ist eine Galerie von Büchern, die sind witzig, also einzigartig und gerade sowas von Einzelstücken, die so 50 Jahre alt sind, es ist ja mega. Ja. Ja. Aber gern gibt es noch Bücher, die sie machen, wo dann die Kundenaufträge kommen, wo dann wirklich dann das Fahrzeug einen sehr hohen Preis hat. Es war kein Bentley damals gewesen, weißt du, Bugatti war es gewesen, ganz genau. Die Details fotografiert wurden, das ist ein recht großes Buch. Das ist sehr exzellent, so einen Auftrag zu machen. Das ist auch also Herzblut, ne? Ja, ich habe jetzt gerade ein Buch abgeliefert für den Daytona-Sieger von 1972. Und zwar natürlich spektakulär. Das Fahrzeug wurde jetzt restauriert hier im Schwäbischen. Egal, ob die Fahrzeuge jetzt in Hawaii oder Honolulu zu Hause sind, kommen die alle hier ins Schwabenland. Ja, weil hier sind noch die alten Haudegen, die noch dran arbeiten können. Ja, klasse. Und der Daytona-Sieger war dann irgendwie hier 3 Jahre im Wiederaufbau. Okay. Und dann kommt er hier noch 3 Wochen ins Studio. Wahnsinn. Und ist natürlich irre. Ja. Der kommt zu mir. Ja, der kommt, der kommt zu Ihnen und ich glaube, Sie können auch sagen, dann, wenn du zu mir kommst, dann kostet es auch der Preis. Und den zahlt er auch dann dementsprechend. Ne? Ja, man muss da schon ein bisschen Zugeständnisse machen. Man kann also nicht jede Stunde aufschreiben, aber irgendwie wird man sich immer einig. Ja. Aber ich wollte, dass die Autos sprechen könnten, ob die sich auch so cool finden. Wenn die sagen, Mensch, das ist schön. Habe ich schon so viel erlebt und so viel gemacht und zum Schluss kriege ich jetzt noch ein Porträt vom René Staudt. Ja, genau. also ich bin total begeistert und ich kann nur sagen, auch hier drin zu stehen und gerade wenn man auch gern fotografiert und sowas, und das ist immer so eine besondere, wie wenn man in eine Spielbank reingeht, ne? Dann geht man so rein, da ist alles so schön leise und dann hört man so das Rauschen und dann diese Leute und so. Und hier ist das so genau auf die andere Art. Man kommt so rein und trotzdem ist das so wie so eine, hat so eine Energie halt hier drin. Ne? Und wenn man dann so Fahrzeuge sieht, wenn man gerade natürlich Fahrzeuge verliebt ist, weil sonst wäre ich ja kein Verkäufer für Automobilindustrie, seit vielen Jahrzehnten, dann gehört das ein Stück weit auch dazu. Aber die Erfahrungen, die sie gemacht haben, wir können, glaube ich, noch 2 Stunden weiter erzählen, weil auch die Reisen, die sie gemacht haben, versuchen, die Erlkönige irgendwie zu behüten, dass keiner sie vorher sieht. Das sind ja alles ja ganz tolle Ereignisse, Geschichten, wo sie mit dem Kunden rausfahren. Und wenn sie heute zu Porsche, zum Mercedes-Benz gehen, kommt dann der Vorstand zu ihnen oder gar nicht so unbedingt? Also der begrüßt mich schon mal, wenn er mich in der Kantine oder so sieht. Ja. Aber die großen Unternehmen sind sehr hierarchisch aufgebaut. Okay. Und wir haben da in der Marketingabteilung ganz klar unsere Ansprechpartner. Okay. Und die wollen auch nicht, dass wir zu arg nach oben befreundet sind und nicht uns zu arg nach unten verzetteln. Ja, klar. Aber früher war das noch ein bisschen anders. Da kam dann noch ein Professor Niefer vorbei und hat sich erkundigt, wie das Shooting vom R129 läuft. 30 Jahre dieses Jahr. 30 Jahre, ne? Jawohl. Ja, genau. Da gibt es dann demnächst auch ein Buch. Auch ein Buch, wunderbar. Ja. Merkt euch das schon mal vor. Ja. Und relativ einfach, weil da muss ich jetzt nicht ein Auto fotografieren. Ja. Die habe ich ja über die Jahre damals alle gehabt. Ja, ah, perfekt. Das heißt, das ist die Aufarbeitung des Archivs. Ja. Und da kommen natürlich Bilder auch hervor, schön.
die man damals als nicht wichtig genug betrachtet hatte oder als zu progressiv oder zu innovativ. Ah, okay. Ja, und auch Farben und Ausstattungen, genau. Ja, wo man damals nicht mutig genug war. Ja, okay. Ja, ja, ich denke mal, das ist schon mal ein Einblick gewesen, mal was ganz anderes zu hören als das Übliche bisher in meinem Podcast-Bereich. Aber ich will auch mich da ein bisschen weiterentwickeln und auch da weitergehen. Und da so ein bisschen die Zeit jetzt hier vorangeht und schon nächster Termin direkt jetzt hier gleich vor der Haustür sein wird, will ich mich erstmal bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und machen Sie so weiter. Und ich bin gespannt, was kommen wird. Bin ich noch ein kleines Schlusswort von dem G-Modell aus 89? Ja. Dann lasse ich den noch ganz kurz an. Wenn er anspringt, dann machen wir das auf das jeden Fall. Ja? Sehr. Ja, ja, klar. Dann halten wir mal kurz die Ohren offen. Jetzt rennt er nach hinten. Ah. Das war der Vorführeffekt, ganz genau. So ist es halt manchmal. Die Batterie wieder platt, Corona am Ladeding hing. Das ist halt so, aber wir stellen uns das einfach vor. Der ist halt so alt wie ich und gibt schon auf. Ja, kann man mal sehen. Der René Staudt wird so schnell aufgeben, glaube ich. Und ich denke mir, dass auch dann ihre zwei Söhne, Pascal und Patrick, auch dann dementsprechend dann hier steilgehend. Aber gibt es dann immer noch ein Veto von Ihnen ab und zu, wo Sie sagen, nee, machen wir nicht? Oder ist das denn Ihr Business? Und, ich stelle Ihr Business. Okay. Ich habe hier eine ganz klare Position. Ja. Ich bin Eigentümer. Ich bin aber nicht Geschäftsführer. Okay. Und ich muss... Ist es manchmal so schwer, ne? Ja, es war schwer am Anfang, aber das macht total Spaß, wenn man sieht, wie die Jugend Dinge macht. Und ich meine, so klein sind die auch nicht mehr. Ja. Die sind ja auch alle jetzt im besten Alter. Ja, absolut. Und gehen dann irgendwann auf die 40 zu. Ja. Und da hatte ich ja gerade dieses Studio eröffnet. Ja, Wahnsinn. Also wie die Zeit da so rennt. Ja, aber ich wünsche aber hier... im Prinzip, dass das alles so weitergeht und dass die Innovation auch dann vorangeht und dass einfach so dieses auch dieses zurück zu der analogen Fotografie, sei es alte Schallplatten, wenn man gerne wird, die analoge Fotografie nimmt wieder Einklang und auch die Oldtimer. Ja. Ich selbst habe auch zwei Oldtimer, aber das ist einfach eine andere Lebensabschnitt. Ich glaube, die Wertschätzung für die Fotografie nimmt zu. Ja, absolut. Was ich allerdings nicht glaube, dass wir so einen Rückfall bekommen und jetzt wieder Filme analog fotografiert wurden. Teilweise gibt es schon, aber das ist die Minderheit auf jeden Fall. Ich habe es auch im Prinzip auch 6x6 auch angefangen und da ein bisschen was mit Leica natürlich auch, mit einer M6 dementsprechend. Und habe auch dann in meinem Keller jetzt angefangen oder hatte mal angefangen, eine kurze Zeit auch selbst zu entwickeln, die negativ, aber keine Belichtung oder sowas. Und es hat schon Spaß gemacht, aber am Ende des Tages, was machst du damit? Du tust es einscannen und dann schickst du es dann ins Instagram rein und das ist dann so klein und es hat keine richtige Bedeutung mehr. Ja. Und das ist halt ein Stück weit schade. Aber auch auf Instagram, René Staudt hat eine eigene Seite und da steht die Staudt Studios, wo man auch dann ein paar Werbefilme und sowas sieht. Also kann ich auch nur empfehlen, da zu folgen und ist eine ganz große Sache. Und es ist für mich schon eine Ehre, hier zu sein, weil wenn einer der weltbesten Fotografen der Automobilbranche einen einlädt, dann ist das schon was ganz Besonderes für mich. Vielen Dank dafür. Und ich danke auch heute für das nette Interview. Das ist schön. Prima. Bis dann. Danke. Tschüss.